Yeah, wir stehen heute vor dem Menschenzoo und wir schauen uns heute LAK oder LAK, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. LAK, soweit ich weiß. LAK an und 13, 23, schwierige Zahlenkombination. Und ich bin schon ganz gespannt, vor allem auf 13, 23. Und dann gucken wir jetzt mal, wie wir. So, wir sitzen hier mit 13, 23 im ja, irgendwie sowas im Backstage vom Menschenzoo. Genau, ihr habt es ja gerade schon ein bisschen gehört. Ja, natürlich nicht. Sagt mal alle schön Hallo. Hallo. Schön. Wollt ihr mal so ein bisschen erzählen, Bandgeschichte, wie eure Band entstanden ist? Das müssten alle Typen reinmachen, weil wir nicht spielen. Dazu kann ich nichts sagen. Also damals. Okay, eigentlich war es bei. Irgendwo im Blockbau im Osten und in Hamburger können jetzt bis auf den Fuß morgens. Ja, den Hamburger kriegen wir nur in der Schlange. Ja, so hat sich das irgendwie dann zusammengeschustert. Okay. Das war eine Schnapsidee. Ich konnte schon mal gar nichts. Okay, wie seid ihr denn jetzt auf euren Namen gekommen? Ja, Schnapsidee. Okay. Genau, weil der Philipp wollte immer sagen, dass die Band 23, nicht 13 heißt. Und ich habe gesagt, die Band heißt 23. Und ja, wir haben uns auf 13, 23 geeinigt. Okay. Weil sowas wie Schuppenkruste und sowas fanden wir dann auch nicht so. Schuppenkruste wäre cool gewesen. Ja. Das hat also nichts mit irgendwelchen Buchstaben zu tun. Drecksnack oder Schuppenkruste? Schlepphoden und Schuppenkruste. Die 13 ist halt die Zahl des Unglücks und die 23 die Verschwörungszahl. Und so sind wir zueinander. Unglückliche Verschwörungs. Okay. Aber wir sind einfach mal drauf dran. Okay, wie lange existiert ihr jetzt inzwischen schon? Oh, die Anfänge vor 7-8 Jahren ungefähr. Okay. Wo ich dann den ersten Power-Akkord meines Lebens angespielt habe. Ja, und Marco am Schlagzeug damals noch. Ich habe noch nie einen Power-Akkord. Alle, du mal was. Ich schmeck gerade. What does it take? What does it take? What does it take? Can't see the vision.
Das stimmt mir alle ein. Hamburg ist voll weit. Scheiß auf das Blau. Vor seiner Frau liegt. Scheiß auf das Blau. Vor meiner Ansage total kaputt gemacht worden, weil die ersten beiden Platten schon gekauft worden sind. Danke, Dankeschön. Marie, du Sau. Es soll eine inoffizielle Release-Party. Wir haben unsere erste Maxi-CD rausgebracht und unsere erste EP. Ja. Und bei den ersten Platten, die verkauft werden sollten, gab es eine falsche Sekte. Ja, sagst du jetzt, Alter? Die ist schick, ja. Die ist richtig schick. Das ist halt unser aktuelle EP und unser Baby. Unser Baby. Das ist die aktuelle, die anderen 17. Wie viel limitiert? 500. Ja, die klassische. Wo kann man die dann käuflich erwerben? Sind die nächste Woche ausverkauft. Oh. Also das heißt auch nummeriert oder? Hat wow. Zeig. Gibt es momentan. Yeah, schön. Momentan nur bei uns, aber wir arbeiten dran, dass die anderen halt vorhanden sind. Ja, nächste Woche ist also. Erzählt noch was, ihr habt jetzt noch eine kleine Tour. Ich weiß, Parchim geht ihr noch, wo seid ihr sonst noch? Wisst ihr was wisst ihr schon alles? Darf ich? Also in Parchim spielen wir jetzt am 5.12. Fucking Fish zusammen. Yeah! Am 12.12. spielen wir in Itzehoe auf dem Repressions-Kosten-Soli-Konzert. Das ist letzte dieses Jahr, nächstes Jahr auf alle Fälle am 29.01. in Flensburg. Und das sind die nächsten Festdinger. So kann ich doch überhaupt keine ernst nehmen, jetzt reiß dich mal zusammen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Mann, Steffi! Yeah.
Die Schwester da raus sehen, wenn ich nicht so wie sie uns gefällt.